und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, dieses Wochenende nehme ich euch nochmal ein bisschen mit. Wir haben nämlich an diesem Wochenende einen besonderen Gast. Und zwar ist das hier der Fauli Pauli. Und zwar ist das das Gruppentier aus Elenas Kindergartengruppe. Und die Kinder dürfen den Fauli Pauli mal an einem Wochenende mit nach Hause nehmen. Dieses Wochenende darf der Fauli Pauli die Elena begleiten. Und das ist ein ganz besonderes Wochenende, denn am Sonntag wird Elena getauft und Fauli Pauli wird dann Gast sein auf Elenas Taufe. Ja, heute ist erstmal Freitag und heute in NRW ist heute Feiertag. Heute ist Allerheiligen. Die Familie ist jetzt gerade dabei, Brötchen zu holen und Felix zu besuchen. Ich wollte nachher bei Felix noch ein paar neue Blümchen pflanzen, weil jetzt auch diese ganzen Sommerblümchen ein bisschen abgewrackt aussehen. Heute am 1. November wird es da auch mal höchste Zeit. Ich habe gestern mit den Kindern zusammen ein paar neue Blumen gekauft für Felix. Da mache ich es nachher schön. Ich habe eigentlich so viele Sachen, die ich machen möchte. Ich wollte noch mein Putzvideo zu Ende drehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Dann wollte ich noch für die Schule was machen. Ich habe mir so ein ganz dickes Buch gekauft. Teach Like a Champion heißt das, auf eine Empfehlung, die ich bei Instagram irgendwo gesehen habe, wo allerhand ja, Tipps und Tricks drin stehen, wie man so seinen Unterricht aufs nächste Level heben kann. Aber man muss eben auch Zeit haben, so ein dickes Buch zu lesen, wenn man nebenbei noch tausend andere Sachen irgendwie machen möchte. Ja, deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Jetzt ist die Familie gerade unterwegs und ich denke mal, ich werde die Gelegenheit nutzen und noch so ein bisschen was putzen. Wir bekommen nämlich auch Besuch und da bietet es sich an, nochmal das Gästebad vielleicht ein bisschen genau unter die Lupe zu nehmen. Ich denke mal, das mache ich jetzt, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Ja, also ihr seht, allerhand los an diesem Wochenende. Was wir morgen machen, wissen wir allerdings noch gar nicht. Wie gesagt, Sonntag ist dann die Taufe. Wir lassen uns mal überraschen, was dieses Wochenende so für uns bereithält. Ich nehme euch jedenfalls mit und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video mit uns und Fauli Pauli. Da bekommt ihr jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf unser Gästebad. Das habe ich sauber gemacht. Das Video dazu zeige ich euch dann aber nächste Woche erst. Elena hatte noch Spaß mit ihren Halloween-Überbleibseln da, mit irgendwelchen Gummiaugen, mit denen sie rumgespielt hat. Dann gab es ein Häppchen zu essen, obwohl bei mir auf dem Platz noch das Skelett saß, aber das hat sich dann freundlicherweise auch noch umgesetzt. Beiß mal rein. Das ist ja voll eklig. Darf ich das reinbeißen? Das kannst du einfach reinstecken in den Mund. Ja, das ist ein bisschen groß, oder? Vielleicht kommt da gleich der Glaskörper rausgeglibbert. Sagt die Biolehrerin. Ui, jetzt sitzt irgendwie. Und was machst du da? Warum beißt du da nicht mal rein? Traust du dich nicht, Elena? Bad Blut! Beiß mal rein, beherzt! Ich schau mal. Blut. Hä? Blut. Hä? Hä? Du musst da jetzt mal reinbeißen. Dann ist der Schmäh. Dann muss ich das. Muss ich das? Du wolltest das. Nee, nicht mal nicht drauf drum drücken, essen. Ja. Montag essen. Montag? Nach dem kleinen Snack war dann Mittagspause angesagt und da standen noch meine tollen Rosen auf dem Tisch. 13 Rosen, die habe ich ein paar Tage vorher zu unserem 13. Hochzeitstag geschenkt bekommen. Ja, und da seht ihr mich im typischen Mittagspausenmodus mit meinem Laptop auf den Beinen und das Video bearbeiten. Anschließend sind dann die Kinder wieder lebendig geworden, wobei Freddy kam einfach aus seinem Zimmer runter und wir haben noch ein bisschen gespielt. Elena hat noch geschlafen, ich glaube, mein Mann war Radfahren. Jedenfalls habe ich dann die Gelegenheit genutzt und mit Freddy noch eine Runde Obongo gespielt. So, jetzt hätte ich es auch. Jetzt hätte ich auch Obongo. 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 Beide gleichzeitig. Meinst du aber viel schwerer? Eigentlich habe ich gewonnen. Nein, wir beide. Okay, dürfen wir beide zwei nehmen? Ja. Irgendwann ist Elena dann auch von ihrem Mittagsschläfchen erwacht, wurde runtergetragen und hat uns noch ein bisschen beim Spielen zugeguckt. Deswegen, die und ich habe auch 18. Nein, 16.
Freddy hat gewonnen. Ja, und bevor es dann zu spät bzw. auch zu dunkel wurde, habe ich mich noch auf den Weg zu Felix gemacht. Ich hatte bereits ein paar Tage vorher noch ein paar neue Blümchen gekauft. Ihr seht, es sieht sehr herbstlich aus, sehr viele Blätter lagen darum, viele Blümchen waren nicht mehr schön, da wollte ich dringend was dran ändern. Habe ihm ein paar neue Christrosen vorbeigebracht und so ein paar andere bunte Blümchen, damit das Ganze auch bei Felix wieder schön aussieht. Das ist mir immer besonders wichtig. Und als ich gerade mit allem fertig war und alles wieder schön aussah, kam Freddy um die Ecke gebogen. Mein Mann ist dann mit den Kindern vom Spielplatz zu Felix gekommen, hat mich abgeholt. Elena hat die neuen Blümchen noch gegossen und wir haben uns dann noch einen schönen Abend gemacht. Ich glaube, ich bin für Kaffeesau. Noch ein bisschen. Und da kam noch etwas. Schnappt ihr mal das Haus? Guck mal, und welches Bild, was ist das denn? Weißt du, was das ist? Ein Rollwagen. Ja, genau, und da siehst du den von oben. Sehr gut, da kommt das Haus drauf. Dann schnapp dir mal das Herz. Da. Guck mal, und was ist das? Kennst du, ne? Und wo siehst du hier unten die Lego-Steine? Da. Sehr gut. Aufräumen kann ja echt was Schönes sein. Als ich nämlich letztens Freddys Zimmer aufgeräumt habe, fielen mir diese Lück-Lernheftchen wieder in die Hände, die mittlerweile für Freddy viel zu einfach sind. Aber jetzt fängt Elena an, Späßchen daran zu haben und hat sich ganz lange damit beschäftigt. Nach so viel Konzentration und vorher Spaß auf dem Spielplatz haben die Kinder anschließend noch ein paar Minütchen Fernsehen geguckt. Natürlich immer mit Fauli Pauli. Ja, und dann haben wir uns alle nochmal warm angezogen, inklusive Fauli Pauli. Man achte auf die Sandalen, die hat er von Elena angezogen. Da hat man mächtig Späßchen. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Ausflug gemacht. Ich hatte an dem Freitag natürlich mal wieder keine Lust zu kochen. Und somit sind wir zu McDonald's gefahren und haben Fauli Pauli mal richtig gesundes Essen vorgeführt. Am Samstag ging es natürlich direkt wieder früh los, also so gegen 7 kann man damit rechnen, ist hier Action angesagt. Elena tanzt so gerne und hatte in Fauli Pauli ihren idealen Tanzpartner gefunden. Zwischendurch wurde noch ein bisschen gemalt, hier seht ihr gerade, wie getanzt wurde. Dann hat Freddy noch ein bisschen an seinem Lernspiel weitergespielt, diese Edorino-Lernfigürchen, damit spielt er manchmal ganz gerne. Ja, und so sind wir eigentlich sehr entspannt in den Samstagmorgen gestartet. So, während Freddy unten Edorino spielt und mein Mann noch mit Ellie beim Schwimmen ist, habe ich mir ja schon mal meinen Laptop ins Bett geholt und werde noch ein bisschen an meinem Putzvideo arbeiten. Ich brauche nur noch das Voice-Over machen, deswegen liegen hier schon meine Sachen bereit, die ich dafür brauche, mein Mikrofon und mein Kopfhörer. Da an meinem Schminktisch wartet noch etwas auf mich. Ich habe mir nämlich neue Schlafanzüge bestellt, die werde ich nachher noch anprobieren. Aber jetzt erstmal die Sachen machen, die ich am besten alleine machen kann, nämlich hier mein Video bearbeiten. Deswegen mache ich mich mal an die Arbeit und gucke, dass ich das noch alles schaffe, damit das Video morgen online gehen kann. Also, ran an die Arbeit. So, das Voice-Over ist fertig. Hier liegen noch die Sachen. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass ich das bis heute Abend schaffe, das Video hochzuladen. Ja, und hier sind jetzt diese Schlafanzüge, die ich mir bestellt habe. Also hier so einen in rosa und grau. Hier sind auch noch so rosane Streifen an der Hose. Dann hier einen mit so einer Blumenhose und so einem schwarzen Oberteil mit Knöpfen. Und hier noch so ein grüner mit so einer karierten Hose in rosa und grün mit diesem grünen Oberteil. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal anprobieren. Ich finde hier alle drei sehr schön, aber ich werde sie nicht alle drei behalten. Das ist doch ein bisschen viel. Aber vielleicht gefallen mir zwei besonders schön. Die werde ich dann behalten und waschen schnell, damit ich die heute Abend vielleicht schon anziehen kann, weil ich bin im Moment echt total unzufrieden, was meine Schlaf
Schlafanzugsituation angeht. Da es jetzt doch ein bisschen frischer wird, trägt man ja, also ich zumindest trage dann doch lieber hier lange Ärmel und lange Beine. Aber da habe ich nichts Schönes mehr. Deswegen, ja, probiere ich die mal schnell an, schmeiß die in die Wäsche. Elena und mein Mann sind auch wieder da. Das heißt, gleich gibt es auch noch einen Happen zu essen. Genau, dann geht der normale Wahnsinn wieder weiter. Ich schaue mal, welche Schlafanzüge mir am besten gefallen. So, meine Entscheidung ist gefallen. Also ich glaube, ich werde diesen ersten behalten. Der ist ein bisschen auch wie so ein Hausanzug, so ein bisschen sportlich. Und besonders schön fand ich den zweiten hier mit dieser Blumenhose. Den fand ich echt besonders schön. Der ist auch so ein bisschen schick. Den letzten mit dieser karierten Hose, den habe ich hier auch schon wieder eingepackt. Da hat mir das Oberteil irgendwie nicht so gefallen. Das war mir irgendwie zu, wie soll ich sagen, so ein bisschen weit und unförmig. Genau. Das heißt, den schicke ich zurück. Ich glaube, diesen dunklen mit den Blumen packe ich mal schnell in die Wäsche. Und ich glaube, unten den Geräuschen nach zu urteilen, ist jetzt auch gleich das Essen fertig. Ich habe jetzt auch Riesenhunger. Genau, also geht's jetzt gleich weiter mit unserem späten Frühstück. Es ist nämlich jetzt schon gleich 12:30. Da seht ihr jetzt noch so die Reste von unserem späten Frühstück. Also ich glaube, da war es dann schon 13 Uhr mittlerweile, als wir dann endlich damit fertig waren. Elena hat sich noch den Fauli-Pauli geschnappt. Es ging dann nämlich hoch zum Mittagsschläfchen. Der Freddy spielt ja immer oben in seinem Zimmer in der Zeit und hört Hörspiel. Und am Nachmittag haben wir dann Besuch bekommen. Meine Schwiegermutter ist vorbeigekommen mit ihrem Partner. Da wurde natürlich dann auch Fauli-Pauli vorgeführt. Freddy hat ein neues Lego bekommen, weil ja an dem Wochenende doch Elena ziemlich im Fokus stand. Da ja am nächsten Tag ihre Taufe stattfand, hat er ein neues Lego-Set bekommen von Star Wars und war da ganz happy. Ja, und dann haben wir uns noch einen gemütlichen Nachmittag gemacht, bevor wir dann abends noch Pizza gegessen haben. Von Piloten. Der hat ein Laserschwert, ein blaues. Wir sitzen hier mit Pauli Pauli. Ja, natürlich. Später beim Italiener ist Luke Skywalker dann sämtliche Gläser hochgeklettert. Zum Glück ist alles gut gegangen. Ja, wir haben lecker gegessen zusammen, die Kinder haben gespielt und gemalt. Ja, und so ist dann ein schöner, entspannter Samstag ausgeklungen. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Bitte auch einen Schluck trinken. Nein. Du hast schon getrunken. Du hast schon getrunken. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag, an diesem besonderen Sonntag, denn heute ist Elenas Taufe. Ach, ich bin schon ein bisschen nervös und ich hoffe sehr, dass es nicht zu emotional wird, weil natürlich immer einer fehlt bei uns. Gerade bei solchen Anlässen wird einem das nochmal total bewusst,
Wir werden auch die beiden Taufkerzen mitnehmen von Freddy und Felix. Die sind damals beide zusammen getauft worden und ich habe jetzt die Woche nochmal ein bisschen gekramt und gesucht und die beiden Taufkerzen gefunden. Ja, mal gucken, wie das wird. Jetzt haben wir es kurz nach 10:30. Ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Ich muss noch die Haare föhnen und mir natürlich nachher noch was anderes anziehen. Mein Mann ist mit den Kindern irgendwie rausgegangen, damit ich ein bisschen meine Ruhe habe. Jetzt sitze ich hier an meinem Schminktisch. Ich habe mir gerade nochmal mein eigenes Video angeguckt, was heute online gegangen ist. Das mache ich immer ganz gerne, um zu gucken, ob auch alles so in Ordnung ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich den Schminktisch aufgeräumt und ich freue mich immer noch. Er ist nämlich immer noch sehr ordentlich und aufgeräumt. Ja, wie mache ich jetzt weiter? Ich weiß es gar nicht genau. Da ist noch ein großer Wäschekorb mit Wäsche, den müsste ich zusammenlegen. Ich glaube, da habe ich jetzt aber keine Lust zu. Ich denke, ich mache mir jetzt noch einen schönen Kaffee, entspanne noch 10 Minuten, dann föhne ich mir schnell die Haare und ich denke mal, dann bricht eh wieder der Familienwahnsinn los. Und wie ich uns kenne, wird es bestimmt wieder knapp, weil damals auf Felix und Freddys Taufe sind wir tatsächlich ein paar Minütchen zu spät gekommen. Ach, das soll auf keinen Fall heute wieder passieren. Ja, deswegen mache ich mal los, Haare föhnen, nachher noch umziehen, die Kinder frisch machen. Leider ist die Taufe um 13 Uhr, das ist genau zu Elenas Mittagsschläfchenzeit. Da hoffe ich auch mal, dass die Kleine nicht so quengelig ist. Wir schauen mal. Aber das hat schon mal ganz gut geklappt ohne Mittagsschläfchen. Wenn sie gut genug abgelenkt ist, kriegen wir das bestimmt hin. Hauptsache, sie hat keinen Hunger. Also Hunger wäre ganz schlecht. Das heißt, dann nehmen wir am besten noch irgendwas zu knabbern mit. Genau. Aber jetzt erstmal noch einen schönen Kaffee trinken und so ein bisschen noch die Ruhe vor dem Sturm genießen. So, Kaffee ist fertig und ich freue mich über dieses großartige Wetter. Anfang November war da nicht mit zu rechnen, aber es ist natürlich total schön, dass gerade heute, wenn wir so eine schöne Familienfeier machen, so tolles Wetter ist. Und endlich kann ich mal wieder ohne Kontaktlinsen rumlaufen. Ich hatte nämlich so eine blöde Verstopfung des Tränenkanals. Die hat die Augenärztin zum Glück lösen können, aber sicherheitshalber sollte ich jetzt noch 10 Tage lang so antibiotikahaltige Tropfen benutzen, die sich nicht so gut mit den Kontaktlinsen vertragen und tralala, deswegen bin ich jetzt 10 Tage mit Brille rumgelaufen. Heute reicht's aber, jetzt kann ich wieder heute endlich mal meine Kontaktlinsen tragen. Ich fand mich zwar okay mit der Brille, ich habe da kein Problem mit, aber irgendwie stört es mich so, wenn ich immer irgendwie so ein Ding im Gesicht habe. Vor allem, wenn man sich mal hinlegen möchte oder so, hat man dieses Gestell im Weg. Also ich freue mich, dass ich heute wieder Kontaktlinsen tragen kann. So, jetzt noch schnell den Kaffee trinken, Haare föhnen und dann mal gucken. Ach ja, die Fingernägel wollte ich mir noch. Die sind irgendwie so lang geworden. Da nehme ich mir irgendwie im Moment keine Zeit für. Ich feile die ein bisschen und lackiere sie und dann ist gut. Dieses Schneiden und Feilen dauert mir im Moment irgendwie zu lange. Deswegen sind die jetzt ziemlich lang geworden. Aber solange die halbwegs gleichmäßig lang sind, ist das auch okay. Genau, ja, das ist jetzt wieder hier Beauty-Gequatsch. Habe ich eigentlich gar keine Zeit für. Lieber schnell Kaffee trinken und ein bisschen die Ruhe genießen. Ich weiß gar nicht, wo die Familie ist. Ich glaube, Elena wollte noch ein bisschen Laufrad fahren üben. Das macht sie schon ganz gut. Genau, ich weiß nicht, wo sie sind, aber sie werden bestimmt gleich wiederkommen. So, Haare sind fertig. Oh, unten klingelt es. Die Familie kommt zurück. Also Haare sind fertig. Klamotte muss ich mir gleich noch raussuchen. Aber ich habe mir hier noch meinen Ring rausgesucht, meinen Familienring. Der besteht aus 5 Ringen, die miteinander verbunden sind. Und in jedem Ring ist einer unserer Vornamen mit dem Geburtsdatum eingraviert. Und an so einem besonderen Familientag darf dieser Familienring natürlich nicht fehlen. Den lege ich schon mal an. Genau. Oh, jetzt fängt der Familienwahnsinn wieder an. Die Familie kommt zurück. Ich schaue mal, was ich gleich auch anziehen kann. Mehr als diese kleine Verschnaufpause auf dem Sofa war für Elena an dem Tag nicht drin, da die Taufe ja genau zu ihrer Mittagsschläfchenzeit stattfand. So, ich habe mich endlich für ein Outfit entschieden. Dieses Kleid wird sein mit den Stiefeln. Gar nicht geguckt, ob die richtig sauber sind. Ich hoffe. Genau, da fühle ich mich jetzt am wohlsten mit. Jetzt müssen wir gleich die Elli noch schick machen, aber ich glaube nicht mit ihren Kürbissöckchen. Wir gucken mal. So, und hier ist der Wust, den ich gerade anprobiert habe. Der Rock passte nicht, war zu eng, kann ich keinen Kuchen essen. Der war zu weit, muss ich zu viel Kuchen essen. Das Kleid hat mir nicht gefallen. Genau, also das ist es geworden. Jetzt machen wir die Kinder noch schick. Zeig dich mal, Elli. Oh, so ein großes Mädchen. Und deine Armbänder? Wow! Wunderschön! Wow.
In der Kirche angekommen wurde Elena natürlich ganz besonders herzlich willkommen geheißen an diesem 3. November. Da stand so ein nettes Schild für sie bereit. Ja, und natürlich konnte ich in der Kirche nicht so viel filmen. Es waren ja auch viele Leute dort. Aber hier seht ihr so ein paar kleine Impressionen auch von den 3 Taufkerzen, weil selbstverständlich war Felix auch irgendwie anwesend und hat sicherlich von oben zugeguckt, auch wenn es immer sehr emotional ist, weil natürlich gerade in diesen Momenten immer jemand fehlt und einem das nochmal besonders bewusst wird. Trotzdem haben wir natürlich schön gefeiert. Anschließend sind wir noch Kaffee und Kuchen essen gegangen und es war ganz viel los. Es waren viele Kinder da, ganz viele liebe Menschen, die mit uns zusammen Elenas Taufe gefeiert haben. Ja, und so haben wir dann einen richtig schönen Familiennachmittag daraus gemacht. Bei schönster Sonnenuntergangsstimmung ging es dann fröhlich nach Hause, wie ihr gerade gehört habt. Ja, und zu Hause haben dann noch mehr Geschenke gewartet. Unsere liebe Freundin und gleichzeitig Nachbarin kam noch vorbei und hat den Kindern noch was geschenkt. Elena hat noch einen rosanen Globus bekommen und Freddy noch ein schönes Buch. Und dann mussten die Kinder natürlich auch noch die anderen Geschenke ausprobieren. Unter anderem ein Meerschweinchen, das kleine Babys bekommen hat. Da möchte auch mal hin. Guck mal, und hier ist England, da möchte ich ja gerne mal hin. Und da würde ich auch gerne hin. Du wirst bestimmt mal die ganze Welt bereisen, Maus. Oh, ich höre die Fräsgeräusche. Man muss das ein bisschen doller reindrücken. Oh, dann knabbert das. Ne? Ja, dann hört man richtig die Fräsgeräusche. Mal gucken, mal das erste Baby schlüpft. Schau mal, wie cool meine aussieht. Jetzt die Hasch. Jetzt die Alien. Was ihr euch liebe Volk. So, ich habe mich noch kurz an den Schreibtisch verkrümelt und habe mich voll erschrocken. 8:50 dachte ich, oh mein Gott, das kann nicht sein. Aber die Uhr habe ich noch nicht auf Winterzeit umgestellt. Also es ist jetzt erst 8:10, Gott sei Dank. Die Kinder sind im Bett. Es war so ein langer Tag, aber es war auch ein sehr, sehr schöner Tag. Jetzt sitze ich hier noch ein bisschen mit meinem Kalender und ich habe mir hier so einen schönen Anhänger. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Das ist so ein kleiner Kaffeebecher als Anhänger gekauft. Da macht es natürlich direkt viel mehr Spaß, sich irgendwas in den Kalender rein zu heften. Wenn das ist wie so eine Büroklammer, wo dieser kleine Kaffeebecher drin hängt. Ich liebe so Kleinigkeiten. Genau, da bin ich jetzt sehr motiviert, noch für morgen was vorzubereiten. Zum Glück habe ich morgen nicht so einen langen Schultag. Das heißt, ja, ich denke mal, so ein halbes Stündchen mache ich jetzt noch und dann bin ich auch für morgen gerüstet. Genau. Ja, das war unser besonderes Wochenende mit Fauli Pauli. Wobei die Elena hat jetzt gerade andere Kuscheltiere mit ins Bett genommen. Der Fauli Pauli hat jetzt ein bisschen Ruhe im Flur, freut sich wahrscheinlich, dass er dann morgen wieder in Ruhe im Kindergarten sitzen kann. Genau, ja, somit ist unser Wochenende zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns zu verfolgen an diesem ja doch relativ besonderen Wochenende mal wieder. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag, ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!